Hallo zusammen zu meiner Videoreihe über religiöse Argumentation. Heute wieder mit einem Ausschnitt aus Pia Vogel macht die Atheisten platt, Teil 2 von 3. Wieder mit Gaststar Pia Vogel, wie auch sonst. Und ja, Pia Vogel stellt wie gewohnt das Argument vor und ich gebe meinen Senf dazu. Also viel Spaß dabei. Da wir jetzt das Argument in ausführlichster Form haben, das ist eine ganz verwirrende Frage, ist das. Gucken wir uns doch mal an. Wir müssen ein bisschen darauf antworten. Wie wir antworten auf die Frage. Jemand sagt zu dir zum Beispiel, das ist oft so eine Frage, die wollen sie dann bringen, wollen dich durcheinander bringen. Kann Allah, kann Gott, wenn er allmächtig ist, kann er einen Stein erschaffen, der für ihn zu schwer ist, um ihn zu heben? Okay, wir haben Vogels Argument gehört. Um es doch mal ein bisschen plastischer zu zeigen, male ich euch eben was auf. Wir hätten hier unsere Gottheit. Mal noch eben ein Auge rein. Perfekt. So, die Voraussetzung ist jetzt, dass diese Gottheit einen Stein erschaffen soll, den sie selber nicht heben kann. Fülleffekt, fertig, ein Stein. Da sie aber allmächtig ist, müsste sie, laut Voraussetzungen, diesen Stein heben können. Die Hand, hier dann noch der Stein und graue Färbung, fertig. Das Problem dabei ist jetzt aber, dass sie, wenn sie den Stein erschafft, den sie selber nicht heben kann, zwar den Stein erschaffen kann, aber ihn eben nicht heben kann. Wenn sie auf der anderen Seite den Stein heben kann, kann sie keinen Stein erschaffen, den sie selber nicht heben kann. Das heißt, es geht immer nur eins von beiden. Da aber laut Allmacht man zu allem gleichzeitig in der Lage ist, wäre das wieder ein Argument gegen die Allmacht eines bestimmten Wesens. Da wir jetzt das Argument in ausführlichster Form haben, gucken wir uns doch mal an, wie Vogel das auflösen will. Was wir sagen ist erstmal, selbst wenn er das nicht könnte oder irgendetwas nicht könnte, wäre das kein Beweis, dass es keinen Schöpfer gibt. Weil wir reden ja hier über Atheismus, das heißt, es ist kein Beweis für deine These. Okay, für alle, die denken, dass das eine Antwort auf die Frage ist, setzen 6. Die Frage war, es kann kein allmächtiges Wesen, die These ist, es kann kein allmächtiges Wesen geben aufgrund dieser Argumentation. Allah ist aber laut Koran allmächtig. Wie kann Vogel da Schöpfer und Atheismus reinfummeln? Okay, die Antwort hat absolut nichts mit der Frage zu tun. Das geht von... Ja, das wäre so, als wenn man im Matheunterricht sagt, a gleich b gleich c gleich d gleich x, also ist die Antwort 12. Man kann nicht anfangen über ein allgemeines, allmächtiges, es wurden keine Namen genannt. Im Originalbeispiel sind keine Namen. Es geht nicht darum, ob das Wesen überhaupt existiert, es geht nur darum, ob es allmächtig ist. Die Argumentation sagt, selbst wenn Allah nicht allmächtig ist, kann er trotzdem immer noch existieren. Er ist nur halt nicht allmächtig, wodurch der Koran falsch wäre. Aber Allah könnte trotzdem existieren. Also ein Schöpfer greift dieses Argument überhaupt nicht an. Also Pierre setzen 6. Nächstes Argument. Zweite Sache ist, wir sagen, das was Allah macht, macht er mit Verstand. Oder nicht mit Verstand, sondern mit Wissen und mit Weisheit. Und das, was er erschafft, macht er mit Wissen und Weisheit. Und dazu gehören nicht Absurditäten. Erinnert ihr euch noch an die Schlangenbewegung? Ihr wisst schon, da wo ich schon den Text reingehauen habe, dass ihr darauf achten sollt. Wo er seinen Arm so bewegt wie die Schlange K aus einem Dschungelbuch und dabei diesen laut macht. Genau das macht er hier. Das erste Argument führt die Argumentation in eine Richtung, die das Argument überhaupt nicht anstrebt. Und das zweite Gegenargument ist im Grunde nur, Allah will sowas gar nicht, Punkt. Nein, das ist
wenn man danach fragt, ob etwas möglich ist, heißt das nicht, dass man dann sagen soll, das will ich aber gar nicht. Das wäre so, als wenn ich sage, man kann mit dem Messer hier zwar einen Menschen töten, darüber will ich gar nicht nachdenken, darum verschenke ich denn kleine Kinder. Nein, das funktioniert so nicht. Wenn man nach den Möglichkeiten gefragt wird, muss man die Möglichkeiten noch abdecken und nicht einfach sagen, ja, aber ich will das nicht. Hä? Okay, fassen wir zusammen. Die erste Antwort, eine glatte 6, Thema verfehlt. Die zweite Antwort, Arbeitsverweigerung, ebenfalls 6. Okay, Pierre bleibt sitzen. Mit Pech bleibt er bis zum nächsten Mal hier und zum übernächsten Mal. Und ich wette für immer. Also bis zur nächsten Folge und ja, ciao. Noch ein kurzer Nachtrag. Ich weiß, ein paar von euch, zum Beispiel Eule, wollten, dass ich die Serie so weitermache. Das heißt, das Video zeigen, ihr hört Vogel nicht und ich bölk einfach auf ihn ein. Aber ich persönlich finde es auf diese Art besser. Zum einen kann ich die Argumente intensiver beleuchten. Ich habe deutlich mehr Zeit pro Argument. Deshalb waren es, glaube ich, 6 Minuten für ein Argument, für das ich sonst höchstens 3 oder 4 Minuten gebraucht hätte. Und ich kann auf alles besser eingehen. Ich bin ruhiger, als wenn ich Vogel 10 Minuten am Stück ertragen muss. Also wir haben alle was davon. Ihr habt eine bessere Argumentation, die dann folgt. Ich brauche mir weniger Sorgen, um Magengeschwüre zu machen. Also, es passt eigentlich alles. Boah, das wär's dann soweit. Ciao und bis zum nächsten Video.